Ja, ich bin's nur. Es tut mir leid, wenn du jemand anderen erwartet hast. Nein. Ich meine, ich habe überhaupt niemanden erwartet. Und schon gar nicht sowas. Gefällt's dir denn trotzdem ein wenig? Ja, klar. Ist total schön. Darf ich mal durchgucken? Deswegen steht's da. Ich wollte dir was zeigen. Aber Vorsicht, nicht berühren. Ich hab's genau fixiert. Der große helle Stern? Ja, das ist ein ganz besonderer Stern. Er heißt Judith. Judith? Ich wusste gar nicht, dass es einen Stern mit meinem Namen gibt. Das konntest du auch gar nicht wissen, weil ich habe ihm erst heute deinen Namen gegeben. Danke fürs Nachhausebringen. Das ist doch kein Akt. Das mit dem Stern und dem Herz eben. Also sowas Romantisches hat noch nie jemand für mich gemacht. Dann wird's höchste Zeit. Sehen wir uns morgen? Ich habe morgen viel zu tun. Aber ich rufe dich an, okay? Ja, klar. Sie ruft mich an. Ui, da sieht einer nur noch Sterne. Ihr wisst Bescheid? Ja. Woher hätte Konstantin sonst wissen sollen, wo er dich im Park abfangen kann? Und? Hat der Meteorit eingeschlagen? Zumindest besser als die Wasserwaage, oder? Romantische Überraschungen sind eben nicht Fabians Ding. Ui, Konsti liegt wohl ganz weit vorne im Wettrennen um das Herz unserer Mitbewohnerin. Was für ein Wettrennen? Da läuft nur einer. Der andere hat anscheinend aufgegeben. Nach einem kompletten Fehlstart. Was ist das denn? Von Fabian. Ist diesmal eine Messlatte? Werden auch alle naselang auf der Baustelle verlegt. Was ist ein Bäcker ohne Brötchen und eine Flötistin ohne ihr Flötchen? Ich schreibe dir dieses Gedicht, denn es dir sagen, das kann ich nicht. Du bist so zum Entzücken. Ich möchte dich beglücken. Beglücken, so. Liebe Judith, ich weiß, dass du auf Romantik stehst. Und im Nachhinein ist mir klar geworden, dass meine Idee mit der Wasserwaage wohl ziemlich daneben war. Dies hier sind meine erbärmlichen Versuche, dir ein Gedicht zu schreiben. Wie du siehst, kriege ich es einfach nicht hin. Sorry. Ich bin nun mal mehr der pragmatische Typ. Meinst du, du könntest trotzdem damit leben? Liebesgrüße, Fabian. Hi. Hi. Ach, lass dich von mir nicht stören. Und, wie lief's mit deinem romantischen Sternenheld? Jetzt konntest du durch die Ziellinie. Fabian hat versucht, mir ein Gedicht zu schreiben. Er hat's versucht. Er hat mir ein Päckchen mit all seinen Entwürfen zugeschickt. Zig zerknüttelte Zettel und dabei lag ein Brief, in dem er sich dafür entschuldigt, dass er nichts Poetisches auf die Reihe kriegt. Ist das nicht süß? Ja, das ist süß. Wolltest du nicht eigentlich einen echten Romantiker und keinen gescheiterten? Ihr kapiert gar nichts. Doch, dass immer noch zwei im Rennen sind. Ja, und die Nummer eins hat heute das hier für dich abgegeben, der Konstantin. Oh, eine Urkunde. Für den Stern Judith. Konstantin hat ihn mir geschenkt. Wie süß ist das denn? Ja, das ist auf jeden Fall süßer als eine ganze Kiste fast fertig geschriebene Gedichte, oder? Oder vielleicht doch nicht?
habe keinen Schimmer.